Hallo Svenja. Hallo. Seit wann reitest du? Seitdem ich 3 Jahre alt bin, reite ich. Wann bist du zuletzt vom Pferd gefallen? Das war vor 2 Wochen, leider auch wegen meinem Handy. Also kein Handy am Steuer und auch kein Handy auf Pferd. Wie bist du denn zuletzt vom Pferd gefallen? Ich hatte keine Zügel in der Hand und mein Pferd hat sich erschrocken und ich bin rückwärts runter. Aber ich bin auf den Füßen gelandet. Was ist dein Lieblingsreiterwitz? Hast du einen? Nein, leider nicht. Was ist deine Antifarbe auf einem Pferd? Gelb. Gelb und weiße Fliegenhauben finde ich auch ganz schlimm. Aber das ist ja alles Geschmackssache. Was tust du gegen Prüfungsangst? Man muss morgens was Gutes essen. Das hilft. Bist du eitel? Ja, gerade was meine Klamotten angehen und Sauberkeit beim Pferd und bei mir und auch meine Sattelkammer muss immer aufgeräumt sein. Wie würdest du deine Beziehung zu deinem Pferd beschreiben? Besonders und einzigartig. Ich finde, jeder hat so dieses eine Pferd und das ist bei mir der Chippendale. Ich habe manchmal das Gefühl, der versteht mich auch ohne Worte und hört mir auch immer zu und gibt keine Widerworte. Wer würdest du gerne mal für einen Tag sein? Ich würde gerne einmal Meredith Michaels Bärbaum sein. wenn es mein großes Vorbild ist. Was ist das Hauptmerkmal deines Pferdes? Verständnis. Und mach doch mal den Lieblingsmove deines Pferdes nach. So. Okay, danke Svenja. Bitteschön.